Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die hier noch spärlich aushalten in diesem Saale. Das Thema interessiert ja offensichtlich nicht so wahnsinnig viele. Zu Beginn stelle ich fest, Opposition wirkt. In dem Sammelsurium von Änderungen des Schulgesetzes, die heute zur Beratung vorliegen, finden sich nämlich in den Nummern 1, 2 sowie 9 bis 11, die von der Linksfraktion im Zusammenhang mit anderen Schulgesetzänderungen in dieser Legislatur geforderten Änderungen, die durch die Koalition natürlich abgelehnt wurden, aber nun kommt es eben doch. Die im Rahmen der Ganztagsschule schon lange erforderliche Anpassung von Namen der Vertretungsgremien an Schulen und damit die Würdigung der Arbeit aller Pädagoginnen und Pädagogen, insbesondere der Erzieherinnen und Erzieher oder die der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie der Schulsekretärinnen und Sekretäre, endlich soll nun auch im Gesetz festgeschrieben werden, dass die koordinierende Fachkraft für den außerunterrichtlichen Bereich, also die leitende Erzieherin oder der leitende Erzieher, zur erweiterten Schulleitung gehören muss. Vielleicht spart sich ja die Koalition beim nächsten Mal gleich den Umweg und damit Zeit und stimmt unseren, ja nun offensichtlich auch durch die Kolleginnen und Kollegen der Koalition, als wichtig und sinnvoll anerkannten Anträgen gleich zu. Das geht ja mit dem Änderungsantrag in den Nummern 4 und 14 gleich weiter. Eine nicht schwer zu findende Prophezeiung von mir aus dem Novemberplenum 2015 erfüllt sich nun. Der von den Grünen gestellte Antrag zur Änderung der Stichtagsregelung des Einschulungsalters noch vor knapp einem Monat, also abgelehnt, wird nun selbst gestellt. Es wird Zeit, denn das längst eingesetzte Handeln von Eltern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Schulleitungen bezüglich der Anmeldungen für die Einschulung müssen auf rechtliche Füße gestellt werden. Ich bin allerdings nach wie vor der Meinung, dass ein nach hinten oder vorne verschobener Stichtag wenig bis gar nichts am Problem löst, das viele an der jetzigen Gesetzeslage festmachen. Wir brauchen flexiblere Verfahren statt starrer Regeln. Und wir brauchen, Frau Ciborra, da gebe ich Ihnen recht, zur individuellen Förderung von Kindern bessere Bedingungen in der Kita und in der Schule. Und da haben wir noch jede Menge zu tun. Und da weiß ich mich mit den gewählten Vertreterinnen der Eltern, der Beschäftigten und der Schülerinnen und Schüler einig, nicht zuletzt auch mit dem Kita-Bündnis. Zum Abschluss will ich mich nur noch zu der Nummer 3, der Änderung des Paragraphen 3 Schulgesetz, äußern. Ja, diese Änderung behebt eine durch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg festgestellte Gesetzeslücke, die hier nun zu treffenden gesetzlichen Regelungen können aber eigentlich nur Übergangsregelungen sein, denn letztlich muss es im Rahmen der Schaffung der inklusiven Schule doch darum gehen, die Bedingungen an allen Schulen zu schaffen, dass möglichst allen Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein wohnortnaher Schulbesuch ermöglicht wird. Dazu müsste es natürlich als allererstes ein im Schulgesetz verankertes Recht auf den Besuch einer Regelschule für alle Schülerinnen und Schüler geben. Auch für die mit Behinderungen. Das wurde bisher von der Koalition verhindert. Das ist nach wie vor ein Skandal und die Linksfraktion hat heute einen entsprechenden Änderungsantrag zu dem hier vorliegenden Antrag eingebracht. Setzen wir damit ein Zeichen für die Legislatur, die nach uns kommt und vor allem für die Betroffenen. Und Frau Bentele, noch eine Bemerkung zu Ihnen. Worüber haben Sie eigentlich geredet? Wollen Sie den MSA im Gymnasium abschaffen? Ist das jetzt eine Ankündigung gewesen? Dann kündige ich Ihnen hier gleich mal an, dass sich die Linksfraktion da sofort an die Seite der Senatoren stellen wird und sich für den Erhalt des MSA an den Gymnasien einsetzen wird. Applaus